Die Gedanken scheinen zu verschwimmen, die Erinnerungen verblassen und die Orientierung geht verloren. Demenz und Alzheimer sind ernsthafte Gesundheitsprobleme, die Millionen von Menschen weltweit betreffen. Aber wie erkennen wir die ersten Anzeichen? Wie können wir feststellen, ob wir oder unsere Lieben möglicherweise von dieser Krankheit betroffen sind? Genau darum geht es in unserem heutigen Video. Nummer 1. Vergesslichkeit. Das erste und häufigste Anzeichen von Demenz und Alzheimer ist Vergesslichkeit. Es geht dabei nicht um das gelegentliche Vergessen, wo man die Schlüssel gelassen hat, sondern um das Vergessen von wichtigen Terminen oder Ereignissen. Wenn du oder jemand, den du kennst, immer wieder nach den gleichen Informationen fragt und sich nicht an die Antwort erinnert, könnte das ein Warnsignal sein. Nummer 2. Schwierigkeiten bei der Planung oder Problemlösung. Ein weiteres Anzeichen ist die Schwierigkeit, Pläne zu machen oder Probleme zu lösen. Wenn alltägliche Aufgaben wie das Kochen eines Rezepts oder das Bezahlen von Rechnungen plötzlich zur Herausforderung werden, könnte das ein Zeichen für eine beginnende Demenz sein. Nummer 3. Verwirrung mit Zeit und Ort. Menschen mit Demenz oder Alzheimer können leicht die Orientierung verlieren. Sie vergessen oft, wo sie sind oder wie sie dorthin gekommen sind. Man kann auch Schwierigkeiten haben, sich an das Datum oder den Wochentag zu erinnern. Nummer 4. Probleme mit Worten beim Sprechen oder Schreiben. Ein weiteres häufiges Symptom ist die Schwierigkeit, Worte zu finden oder Sätze zu formulieren. Menschen mit Demenz und Alzheimer können mitten im Satz stecken bleiben, nicht wissen, wie sie fortfahren sollen oder Worte vergessen. Nummer 5. Veränderungen in Stimmung und Persönlichkeit. Letztlich können Demenz und Alzheimer auch zu Veränderungen in Stimmung und Persönlichkeit führen. Menschen mit diesen Krankheiten können leicht verärgert, ängstlich oder depressiv werden. Man kann auch Interesse an Aktivitäten verlieren, die einem mal sehr viel Spaß gemacht haben. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Symptome nicht immer auf Demenz oder Alzheimer hinweisen. Sie können auch durch andere Gesundheitsprobleme verursacht werden. Wenn du oder jemand, den du kennst, diese Symptome zeigt, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen. Was denkst du über dieses Thema? Hast du Erfahrungen mit Demenz oder Alzheimer in deinem Umfeld gemacht? Hast du weitere Tipps oder Ratschläge, die du mit unserer Community teilen möchtest? Hinterlasse uns einen Kommentar, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um kein zukünftiges Video zu verpassen. Das war's für heute bei uns. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag.